Was haben wir bei G? Da geht es um Personalentwicklung, könnte man sagen. Das ist so ab Paragraph 96 im Betriebsverfassungsgesetz. Der Betriebsrat ist mit einer Schulungsmaßnahme nicht einverstanden. Und er hat jetzt zwei Kritikpunkte. Es werden die falschen Leute vom falschen Trainer geschult, lautet der Vorwurf. Also zwei Aspekte. Ihr schickt die falschen Leute dahin, sagt der Betriebsrat, und es ist der falsche Trainer. Was kann der Betriebsrat tun? Schauen Sie dagegen 96, noch besser ist der 98. Ja, 98 Absatz 2. Welches Recht hat der Betriebsrat in Bezug auf den Trainer? Was kann er tun? Der konnte persönlich sprechen. Ja, und wenn der schon im Einsatz ist, was kann der Betriebsrat tun? Abberufen. Und was kann er tun bezüglich der Menschen, die zu einer Fortbildung geschickt werden? Was kann der Betriebsrat da tun? Das ist der Absatz 3. Das mit dem Abrufen ist Absatz 2 im Betriebsverfassungsgesetz, Paragraph 98. Was kann er in Bezug auf die Auswahl tun, der Menschen, die dorthin gehen? Was kann er tun? Welche Aktion? Vorschlagen, genau. Vorschlagen. Ja, vorschlagen. Das heißt nicht, dass der Arbeitgeber dem zustimmen muss. Aber es geht in der Praxis so ein bisschen nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Ja, ich, lieber Betriebsrat, als Arbeitgeber komme dir hier entgegen, nehme deine Vorschläge an, komm die mir an einer anderen Stelle entgegen. So läuft das. Ja, vorschlagen heißt nicht bestimmen, sondern eben nur vorschlagen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.